Hallo und willkommen zurück. Kannst du es dir vorstellen, erfolgreich zu sein? Kannst du es dir vorstellen, gesund zu leben, ein langes Leben zu haben? Kannst du es dir vorstellen, die Liebe deines Lebens zu finden, deinen Traumjob zu finden oder irgendetwas anderes, was dich besonders glücklich macht? Zwischen der Theorie, also deinen Zielen, und der Praxis, danach zu streben, liegt unsere Vorstellungskraft. Und darum soll es heute in diesem Video gehen. Denn leider muss ich in der Realität immer beobachten, dass es vielen Menschen an der Vorstellungskraft mangelt, beziehungsweise sie ihre Fantasie viel zu selten einsetzen. Versetzen wir uns mal in der Zeit zurück, als wir Kinder waren. Wir hatten so viele Vorstellungen, was wir mal werden wollten, ob Feuerwehrmann, Krankenschwester, Babysitterin, irgendwas. Kinder sind ja so verrückt, so spielerisch, aber sie fantasieren sehr viel, sie stellen sich Welten vor, die gar nicht existieren, sie sehen Dinge und begeistern sich einfach daran. Ich finde das toll und ich finde es schade, dass erwachsene Menschen das im Zuge des Alltags, Stress, Erfolgsdruck etc. einfach verlieren. Diese Fähigkeit, Fantasie zu entwickeln, Fantasie zu haben, sich Dinge vorzustellen. Und wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, ich wollte beispielsweise mal als allererstes Erfinder werden. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ich fand es aber schön, mit Dingen zu basteln. Ich war handwerklich immer sehr interessiert. Und ich hatte wohl die Vorstellung, beispielsweise aus einer leeren Klopapierrolle eine kleine Rakete zu bauen. Sowas meine ich mit Vorstellungskraft. Natürlich haben Kinder da einen anderen Bezug dazu wie wir. Wenn wir Erwachsene Vorstellungskraft benutzen, dann sollte das für etwas Sinnvolles im Leben sein. Wie stellst du dir beispielsweise dein Leben in 5, 10 oder 20 Jahren vor? Was soll bis dahin passiert sein? Was möchtest du erreicht haben in deinem Leben? Mindestens einmal am Tag solltest du mit deiner Vorstellungskraft spielen. Das heißt, du setzt dich hin, guckst in die Zukunft und überlegst, wer willst du sein und was willst du erreicht haben? Ob beruflich oder privat, finanziell oder gesundheitlich, Hobbys, andere Interessen, die du verfolgst, wohin möchtest du dich entwickeln? Wohin soll die Reise gehen? Und wenn du einzelne Stationen in deinem Leben erreicht hast, die du dir jetzt momentan nur vorstellen kannst, wie wird sich dein Leben dann verändert haben? Wie wirst du dich dann fühlen? Einfach sich schon mal im Vorfeld da hineinversetzen und sich darauf freuen. Weil mit dieser Freude wirst du dann die Motivation, diesen inneren Drang entwickeln, dich dorthin zu bewegen und das Nötige dafür zu tun. Und baue in dieses tägliche Ritual deiner Vorstellungskraft zum Ende eine ganz wichtige Frage ein. Immer wieder. Und zwar, kannst du mit dem, was du momentan tust, genau das erreichen, was du dir gerade vorgestellt hast? Falls nicht, dann ist es Zeit für Veränderungen in deinem Leben. Denn viel zu oft weicht die Realität von unseren Vorstellungen ab. Und genau deshalb müssen wir diese Übung regelmäßig machen, um zu schauen, ob wir noch auf dem Weg sind, den wir uns vorstellen, oder uns vielleicht im Alltagsstress irgendwo verloren haben. Wer Unternehmer ist oder einer werden möchte, der kennt dieses Prinzip. Das nennt sich eine Standortbestimmung. Man schaut also, wo bin ich, wie bin ich momentan aufgestellt und wo will ich in 5 oder 10 Jahren sein? Wie soll ich mich entwickelt haben und mein Unternehmen, damit ich dahin komme, was ich mir halt an Zielen vorstelle? Jeder von uns hat Ziele, jeder von uns hat Fantasie. Und genau darum geht es doch einfach. Und daran wollte ich dich mit diesem Video erinnern. Wenn du Lust hast, schreib mir doch mal in die Kommentare von deinen Zielen und von dem, was du dir gerade vorstellen konntest, als du dieses Video angeschaut hast. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Dir hat dieses Video gefallen? Dann würde ich mich über dein Abo freuen. Und du kannst mich auch auf Facebook besuchen für weitere Informationen rund um die Themen Gesundheit, Mentalcoaching, Fitness und Business. Außerdem habe ich dir hier 4 Playlists zu diesen Themen zusammengestellt, die du einfach nur anklicken brauchst und die dich immer mit den aktuellen Videos von mir versorgen.